Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zum 1860 München Projekt und es geht direkt weiter. Wir haben in der letzten Folge das Spiel gegen Viktoria Berlin verloren mit 0 zu 1 und jetzt müssen wir gegen die zweite aus Dortmund ran. Ja, die Mannschaft steht. Philipp Steinhardt, wir haben natürlich jetzt noch das Talent hier gekriegt, aber Steinhardt ist momentan besser in Form, deswegen spielt er. Und ja, ich denke, der wird ihn langsam aber sicher den Rang ablaufen. Das ist optimaler Spieler ist der junge Mann hier. Dadurch steht die Mannschaft ja eigentlich schon ziemlich nice. Wir brauchen aber noch einen Stürmer, weil Knöferl und Ngonu Diao, ja, ihr seht selbst, das wird nichts. Das wird nichts mit den beiden. Bär, wir kriegen ja noch ein rechtes Mittelfeld. Haben wir noch einen rechten Mittelfeldspieler geholt? Sind wir noch am Verhandeln? Sind wir noch am Arbeiten? Verhandlungsstatus: Semir Saric, mit denen arbeiten wir gerade. Und ein Stürmer. Ein Stürmer. Gab's da nicht einen? Gab's da nicht einen Stürmer? Okay, Bogle, ja, bla bla bla. Komm. Bei Darmstadt. Brian Brewster, Sheffield United. 165.000. Gehen wir mal rein mit 600k. Das ist natürlich viel zu wenig, aber wenn du solche Spieler kriegst, ne? Hens Owusu. Da würde ich auch noch zusagen. Moussa natürlich nicht. Sonst haben wir noch Osayame Osawe. Und ja, sonst war da noch hier. Darmstadt? War das Darmstadt? SO Darmstadt, Team. War da hier? Die haben sich Samaris geholt. Okay, läuft hart bei euch. Oder war es Magdeburg? Welche Mannschaft war das nochmal? Wir gehen in die Statistiken und gucken einfach mal. Waldhof Mannheim, nein, Magdeburg. Erste Mannschaft. Stürmer, Martinovic. Martinovic war das, ne? Den haben wir damals geholt, der hat bei uns eigentlich auch ziemlich gut gespielt. Neben Mölders, aber Mölders hat ja schon krass was da weggehauen. Dominik Martinovic, Stürmer 24. War das der? Ich glaube schon, der Kroate, ne? Kann sich sogar vorstellen, zu uns zu wechseln. Ich nehme mich nochmal ins Blickfeld auf. Okay, wir sind jetzt in den letzten 24 Stunden. Ich mache ein Angebot. Ich mache ein Angebot für ihn. Wir gehen mit 330 rein. Dann haben wir ihn auf der Liste. Weil wegen den letzten 24 Stunden, die jetzt gleich nach dem Dortmund-Spiel sein werden. Also kommen werden. Demir Saric muss erstmal kommen, weil der wäre ein übelstes Talent für uns. Und wir sehen uns dann gleich. Und damit ist Saric da. Rechtsverteidiger 23. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Der wird Kevin Godden da ablösen locker. Dann kann ich einen von den beiden hier. Wiltsch. Ich glaube, ich packe den 30er in die Reserve. Das passt. Dann haben wir hier noch einen 57er Keeper. Den packe ich auch in die Reserve. Dann Quang Song. Ja, Lex. Ja. Linksverteidiger haben wir jetzt auch eingekriegt. Dann kommst du auch in die Reserve. Wir müssen mal ein bisschen ausmisten. Wir haben viel zu viel hier wieder. Innenverteidiger haben wir unsere zwei. Sechser, defensiver Mittelfeldspieler. Transferstatus. Den kann ich nur verleihen. Und du würdest mir nichts bringen. Dann packe ich dich. Ich lasse dich erstmal da und dann kann ich dich gleich in die Reserve verschieben. Das wäre unser Zehner-Ersatz, falls Talik oder Wydra nicht wirklich ankommen, aber Wydra. Ja. Birin Moll ist jetzt natürlich besser in Form als alles andere hier in der Defensive. Hillard Ace ist nicht so ganz frisch. Aber da gucken wir gleich. Es sind 24 Stunden. Können wir nochmal irgendwie was reißen? Neudecker wollen sie haben. Ja, da gehen wir doch mit. Hier. 700. Die bieten uns noch Guras an. Okay. Und Marco Mannhardt. Komm, den kriegt ihr. Den gehen wir euch auch runter. 600.000 für Neudecker könnt ihr haben. Brauchen wir nicht. Wir gehen nochmal mit den Stürmern. Du wirst auf jeden Fall einige Male spielen. Das ist auf jeden Fall neben Quang Song, werdet ihr wahrscheinlich die Sturmspitze geben.
Dann gehen wir da hoch. Hinzufügen. Bei Abstieg darfst du gehen. Da kriegst du natürlich, aber ich will auch 2 Jahre Anteil am nächsten verkaufen. Nein. Aber was können wir da höher machen? Das ist die Frage. Bei 300.000 nimmt er an. Ja, ob er jetzt da ist, ist natürlich eine andere Sache. Ob er jetzt da ist, ist eine andere Sache, weil das wäre natürlich die optimale Verstärkung. Dann brauchen wir auch Martinovic nicht mehr verhandeln. Guras wäre natürlich noch so eine eigene Sache, aber der bringt uns auch nicht wirklich was. Da muss rechtes Mittelfeld halt damit leben, dass wir da nicht wirklich was haben oder wir holen uns ein Talent noch irgendwie rein. Ja, da können wir leider, können wir rausgehen. Können wir rausgehen. Da haben wir noch einen. Linkes Mittelfeld, 20. Ilias Shuarev. Krieg ich das noch hin? Krieg ich das noch hin? Im letzten Moment. Ich glaube, weil da könnt, ich glaube, damit kann man auch noch arbeiten. Du wirst in der Regel spielen. Gehen wir hier noch auf 75.000. Und wir kriegen 2 Jahre Option. Dann gehen wir sogar auf 90.000. Nimmt er an, auch an. Perfekt. Wenn sie da sind. Wenn sie natürlich da sind. Das ist jetzt die Frage der Fragen. So, sie sind da. Ilias Shuarev, der kann rechts außen, aber links außen nicht wirklich. Linkes Mittelfeld auch nicht wirklich. Das ist mehr so eine Alternative halt, die man hat. Wird vorgestellt. Und Ryan Brewster, der bringt mir natürlich nochmal sehr viel. Mit seinem 67er als Strafraumstürmer. Perfekt. Perfekt. Und zur Not können wir sie halt verkaufen. Wir haben jetzt kein Geld mehr zur Verfügung. Da kann man ja gucken, dass man auch über die Winterpause natürlich was macht. Aber sonst würde der Sturm. Halt ja, Knöffel, tut mir leid für dich. Hat nicht lange gehalten. Aber würde der Sturm halt so aussehen, aktuell. Von den Talenten her. Dann hat man Brewster, Kwang Song da vorne und die werden sich auf jeden Fall so stark entwickeln mit 21 und 22. Kwang Song ist ja noch 0K wert. Und Brewster, ja, 1,2 schon. Da können wir auf jeden Fall gucken, dass wir da noch was machen können. Dann. Hillard Ace. Ich lasse ihn stehen. Er macht das gut, Niklas Lang. Ja, Moll ist ein bisschen besser von der Form und von generell alles. Dann Niklas Lang bleibt. Subotic, ja. Kann sich dann noch ein bisschen ausruhen. Blekatia kann dann auch in die Reserve. Ja, dauerhaft. Und dann haben wir vier Verteidiger. Fünf. Fünf Innenverteidiger. Fünf Innenverteidiger. Kann ich Saiga. Aktion. Transferstatus. Wenn ich 180 dafür kriege, ist er weg. Spieler anbieten. Und tschüss. Tut mir leid dafür. Tut mir leid dafür, aber was soll ich machen? Dann. Deichmann. 320.000. Transferstatus ändern. Geht noch nicht. Kann ich noch nicht machen. Oder kann ich ihn schon zur Leihe mit Kaufoption? Verleihen kann ich ihn noch nicht. Wir Wein. Dann packe ich Wein erstmal in die Reserve, dass er da wenigstens Spielpraxis kriegt. Und dann haben wir Deichmann als Ersatz für ihn. Dann rechts haben wir ja Bär und Biancardi. Obwohl ich da nicht wirklich, ja, wenn man sich das anguckt, Schuarev. Du hast da auch eine 53 nur. Dann. Paric, du kannst aber auch rechtes Mittelfeld, ne? Zur Not. Biancardi. Und Bär wohl wahrscheinlich der Dauerbrenner werden und dann durchheizen. Sonst Wydra, kannst du rechtes Mittelfeld? Nein. Talek, kannst du rechtes Mittelfeld? Auch nicht. Kwang Song. Ich kann auch einfach mal anders gucken. Ich könnte mal so gucken. Wer die beste Alternative wäre. Ist Deichmann und Lex. Sonst Saric könnte da und Diao könnte da spielen. Da könnte man vielleicht Diao hochziehen. Hat ja auch was, ne? Der ist ja auch nicht so langsam. Probieren wir mal aus. Probieren wir mal aus. Machen wir jetzt auch bei Trainingsziele. Schnelligkeit, das bleibt alles so erstmal. Bleibt alles so. Wir probieren es. Wir probieren es. Und wir gehen in die Taktik. Wir sind ja schon bei der Mannschaft. Taktik, der direkte Vergleich. Mal gucken, was die da haben. Die haben einen Steffen Tigges, natürlich. Tigges muss bei mir aufgepasst. Wir haben einfach einen Ranier.
Ja, beste Leben. Dann machen wir das so und so. Dann haben die Emanuel Ferrei. Ich spiele mit einem sehr, sehr krasses Mittelfeld, ne? Meisten Tore vorbereitet, Innenverteidiger. Dann. Komm, über die Außen geht bestimmt viel. Und so bleibe ich erstmal. Tigges muss gedeckt werden. Und Rainier muss gedeckt werden, auf jeden Fall. Reihe und so, ich denke, das kriegen wir gebacken. Steinhardt würde ich auch noch auf ihn setzen, aber ja, dann machen wir das so. Dann haben wir die fünf Spieler per Manndeckung und dann geht's weiter, geht's direkt rein. So, 716er Stärke gegen eine sehr starke Dortmunder Mannschaft. Textmodus. Gebt euer Bestes. Wir können das gewinnen, wir verlieren das heute nicht, wir holen mindestens Unentschieden. Gebt euer Bestes. Gebt euer Bestes. Und es geht los. Der achte Spieltag. Wir sind auf dem 8. und die auf dem 15. Bei der anderen Start war es komplett anders. Es geht direkt mit der Flanke von Faraj los. Wird abgefälscht. Und damit zu einer echten Herausforderung für Kretschmer. Dieser meistert er aber sehr gut. Und die erste Aktion im Spiel geht an Dortmund. Und die zweite auch. Es kommt eine gute Chance. Ecke von rechts. Faraj. Die erste in diesem Spiel. Ecke fliegt zunächst über den 5-Meter-Raum hinweg. Dann kommt Tigges an den Ball. Stoppt ihn mit der Brust. Und schießt dann direkt. Der Ball schlägt präzise unten am kurzen Pfosten ein. Fängt schon wieder perfekt an, dieses Spiel. Konzentration jetzt. Wir werden aggressiver. Ja, das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Und es geht direkt weiter mit den Angriffen von Dortmund. Ein schlechter weiter Ball von Marco Huber. Den kein seiner Mitspieler erlauben kann. Glück gehabt. Wir sind noch stärker, laut dem. Jetzt kommt erste Aktion. Schöner Pass von Belbel in den Lauf von Quang Song. Der 60er fackelt nicht lang. Und jagt einen gewaltigen Schuss aus spitzen Winkel in Richtung Tor. Der Ball geht nur wenige Zentimeter am Pfosten vorbei. Da hätte der Torhüter keine Chance gehabt. Ja, Quang Song ist auf jeden Fall wach. Ryan Brewster gibt sein Debüt nebenbei. Und Saric. Und jetzt geht der nächste Angriff. Jetzt geht drauf. Komm. Sehr guter Angriff von Dortmund. Franz Pfannes legt mit einem Diagonalpass die komplette Verteidigung des 1860 München. Ferrei steht frei und vollendet diesen blitzenden Angriff mit einem Flachschuss zum 2:0. Perfekt. Bester Start in die Woche. Wir sind jetzt voll konzentriert, merke ich aber nichts von. Geht jetzt mal drauf. Komm, weiter drauf. Kalek steht einen Schuhwechsel an. Ja, der hat eine 5. Genauso wie Moll. Gerade noch mega Form gelobt und dann müsste ihr da reingehen. Erst nochmal Angriff von uns. Guter. Guter Angriff. Ja, wird auf der rechten Seite steil geschickt. Legt dann rüber zu Brewster. Doch, Papadopoulos, pass auf. Und klärt von den Angreifer. Es ist so bitter. Es ist so bitter. Ecke von rechts, Steinhardt. Papadopoulos gewinnt das Kopfballduell im Zentrum. Allerdings auf Kosten einer weiteren Ecke. So, die nächste Ecke. Unsere zweite. Wieder Steinhardt natürlich. Wieder von rechts. Brewster und Niklas Damm steigen zum Kopfball hoch. Aber Damms kann sich durchsetzen. Ja, als ob da jemals ein Stürmer gewinnt. Wenn da steht, dass beide hochgehen. Und Baum muss nicht angreifen. Das ist bitter. Das ist einfach bitter. Ist das einfach. Du kannst kotzen, wenn du das schon wieder siehst. Aber es geht direkt weiter. Abgefälschter Schuss von Saric. Der fällt genau auf die Stirn von Brewster. Der junge Stürmer köpft. Aber genau in die Arme von Unbauer. Ah! Was soll ich da noch machen? Was soll ich da noch machen? Wenigstens noch ein Angriff vor der Halbzeit. Nein. Hier ist pünktlich Schluss und wir gehen mit einem 2-0 Rückstand in die Halbzeit. Perfekt. Perfekt. Ich könnte wieder kotzen, könnte ich bei euch. Meine Güte. Die erste Version hat so gut angefangen, ne? Aber nein, da muss ich meinen ganzen Speicherstand verlieren. Und jetzt geht's richtig los, wo ich alles noch schwieriger gestellt habe. Der wächst. Ah, da hatte ich vorher auch. Hatte ich vorher auch. Aber egal. Ja. Spielergespräche, komm. Moll. Streng dich mal an. Sanchez. Räum mehr ab. Dalek. Du bist jetzt so, ne? Das war gar nichts. Das kannst du nicht akzeptieren. Ich schmeiß dich gleich raus. Du fliegst sowieso vom Platz. Junge. Quang Song. Du bist dabei. Du bist dabei. Mach dein Ding. Brewster. Ah, das ist dein erstes Spiel. Das ist dein erstes Spiel. Ich will dich nicht so hart annehmen.
Ich will dich nicht so hart rannehmen. Es ist dein erstes Spiel. Du kriegst das noch hin. Du kriegst da noch dein Ding. Auf jeden Fall, ja, Halbzeitansprache. Das war nicht der Matchplan. Ich weiß, dass ihr das besser könnt. Besonders gegen Dortmund Zweite. Ja, jetzt kommt Talek Wytra. Zeig, was du drauf hast. Zeig Talek, wie es richtig geht. Das geht so nicht weiter. Dein Steinhardt, ja, komm. Bigge Finsholm gegen seine Ex-Kollegen. Auch nochmal Debüt. Und der Rest bleibt so. Der Rest macht dich warm. Zweite Halbzeit. Voll drauf. Geht drauf. Ihr schafft das. Spielerwechsel Philipp Wytra für Erik Talek. Ja, die Wechsel werden durchgezogen. Und jetzt geht's los mit der zweiten Halbzeit. Ja, Dortmund ist sicher und kompakt. Natürlich mit so einer Abwehr. Koris Mann, Maximilian Meyer, weiß ich nicht, aber hier Papadopoulos und Damm. Und Traoré. Bitte, guter Angriff von Dortmund 2. Marco Huber ist aber viel zu unkonzentriert. Und sein schwacher Schuss geht klar am Tor vorbei. Glück gehabt. Zwiffelt. Hofer hat mich schon im Auge. Komm schon weiter. Weiter. Nicht nur über rechts. Aber Diao kann ich mich nicht wirklich beschweren, ne? Kann ich mich nicht wirklich beschweren. Auf jeden Fall gehen wir jetzt in die Wechsel. Moll. Hab's vergessen. Da wollte ich dich spielen lassen und du baust so eine Scheiße. Wenigstens die Abwehr noch. Komm weiter drauf. Ist mir egal, ob der genervt ist. Ja. Quang Song holt sich gelbe Karte. Und jetzt nochmal Angriff. Wydra legt halb links im Strafraum zu Saric ab. Der schießt sofort. Der zieht jedoch knapp. Was erhoffe ich mir eigentlich? Was erhoffe ich mir eigentlich von euch? Jetzt nochmal. Sanchez hält aus über 20 Metern einfach mal drauf. Umbau kann den Schuss parieren. Ja. Jetzt wechseln sie auch nochmal. Collins für Meier. Weiter drauf. Ist mir egal, ob er genervt ist. Auch wenn ich vom Platz gleich fliege. Ihr geht weiter drauf. Nein. Rainer. Ja, Rainer. Rainer da. Der großgewachsene Stürmer verzieht aber über Hasse Bradley Franks. Wenn ich den Namen schon lese. Wer hat die Tore geschossen? Ferrai und Tigges. Beide Spieler habe ich in der Manndeckung. Trotzdem. Trotzdem. 3 Minuten vor Schluss wurde ich vom Platz geschmissen. Jetzt Wydra aber nochmal. Schickt Leon Bebe steil. Aber der ist im Duell mit Umbau zu hektisch. Und schießt weiter am Tor vorbei. Ah, ja. Ah, nochmal. Nochmal die sehr gute Chance. Wydra spielt wieder. Aber diesmal auf Brewster. Doch dieser scheitert an Onda. Ja, der Keeper ist wieder ein Gott. Der gegnerische Keeper ist einfach wieder ein Gott. Und wir verkacken das ganze Spiel. Hier ist pünktlich Schluss. Einfach die Statistiken. 4 zu 6 Schüsse. 2 zu 3 Schüsse aufs Tor. Chancen 4 zu 6. Und die gewinnen. Bitter. Bitter ist das einfach. Ich kann das so nicht sagen. Wir gehen in die Stimmung rein und gucken einfach mal. Ich bin froh, dass ich heute zum ersten Mal zum Einsatz gekommen bin. Hoffentlich werden es noch weitere Spiele. Namdi Collins. Ich habe gehofft, dass in der zweiten Halbzeit etwas müder werden. Dem war aber nicht so. Trainer Florian Beckmann, Weste. Zitat des Tages. Als Auswärtsmannschaft steht man weniger in der Pflicht, guten Fußball zu spielen. Am Ende zählt die Cleverness. Okay. Wir gucken die Ergebnisse an und sehen. Wien Wiesbaden verliert zu Hause 0 zu 1 gegen Viktoria Köln. Zwickau verliert zu Hause 2 zu 3 gegen Türkische München. Würzburger Kickers gewinnen zu Hause mit 2 zu 0 gegen Halle Schacht C. Meppen teilt sich beim 1 zu 1 die Punkte mit Mannheim. Duisburg verliert zu Hause 0 zu 2 gegen Eintracht Braunschweig. Kaiserslautern gewinnt zu Hause 3 zu 0 gegen Werl. Osnabrück gewinnt klar mit 4 zu 1 zu Hause gegen Magdeburg. TSV Havelse teilt sich die Punkte beim 0 zu 0 gegen der Zweite aus Freiburg. Viktoria Berlin verliert 0 zu 2 gegen Saarbrücken und wir verlieren 2 zu 0 in Dortmund bei deren Zweitvertretung. Und damit sind wir auf dem 10. Platz. Ja, was soll ich dazu sagen? Und die Spieler, die 11. des Spieltages. Spieler des Tages ist Maximilian Meyer. Der ist aber mit Papadopoulos zum ersten Mal nominiert worden. Schluck auf, tut mir leid. Zum ersten Mal nominiert worden, dann haben wir noch Baumann, Göbel und Jackson von Zwickau, Haider und Gukamnik von Osnabrück, Lorch von Viktoria Köln,
Von Havelse haben wir Riedel und Quint und von Wingwiesmal haben wir Carsten und Guganek zum dritten Mal nominiert. Auf jeden Fall GG. Damit wären wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen und ja, was soll ich sagen, ne? Es läuft eher schlecht als recht. Wir haben die letzten 5 Spiele ein Spiel gewonnen. Alleine die Ergebnisse, wenn man sich das anguckt. Uhu. Letztes Spiel 2-0 verloren, dann 1-0 verloren, dann 0-0, dann 1-1, 1-3 verloren. Da haben wir das letzte Mal, am dritten Spieltag haben wir das letzte Mal gewonnen. Das heißt, am 9. Spieltag gegen Zwickau sind wir in der Pflicht. Die sind da unten auf dem 17. Platz. Wir können deren Krise weiter verschärfen oder unsere Krise weiter verschärfen. Wir sind halt nur 6 Punkte von den Aufstiegsplätzen, da wo wir hingehören. Da, wo wir hinwollen, sind wir entfernt. Und ich hoffe, das schaffen wir in der nächsten Folge. Wir sehen uns auf jeden Fall Mittwoch. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass